So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und dieses Mal habe ich was Besonderes. Und zwar habe ich dreimal Phyrexian All We Run Collector Sammel Sample Pack. Die habe ich, weil ich Commander Decks mal gekauft habe von Phyrexian All We Run und die ausgeschlachtet habe. Und ja, da habe ich diese Packs übrig und da gucken wir direkt mal rein, was wir haben. Die sollen euch ja dazu anregen, mehr Collector Booster zu kaufen. Gerade ihr Commander-Spieler. Ihr Commander-Spieler seid ja so schlimm. Ihr gebt ja gar nicht genug Geld aus für die 50 Commander-Decks, die ihr pro Woche bekommt, gefühlt. Wir haben, ist erst die Rare oder ist das die Foil? Was haben wir denn hier? Koff Fire of Resistance in alternativem Artwork. 4 Mana, 4 Marken. Man kann das Deck nach einem Mountain durchsuchen und auf die Hand nehmen. -3 fügt ihr eine Kreatur so viel Schaden zu, wie man Mountains kontrolliert. Und -7 kriegt man ein Emblem. Immer wenn ein Mountain das Spiel kontrolliert, Spiel kommt, kann man 4 Schaden schießen. Sehr geiler Planeswalker. Sehr, sehr geiler Planeswalker. Sieht wirklich cool aus. Und dann haben wir noch einen Kultivator. Ein Mana tappen für einen All-Counter. Und tappen, remove einen All-Counter, wird ein Land enttappen für 1-2. Ja, das sind so zwei Sachen. Wenn ihr die drin habt, dann solltet ihr sagen, boah, das sieht ja cool aus. Da muss ich mir einen Collector-Booster kaufen. Die Idee davon ist nicht schlecht. Ich finde es okay, wenn man einfach gratis Karten noch mit reinwirft in das Commander-Deck. Dementsprechend bin ich da echt nicht böse drüber. Aber ich weiß, dass ich es andersrum drehen muss. Wir haben einen Sinew-Dancer. Ein Mana 1-1 für 4 Mana tappen. Tappen wir eine Kreatur. Für ein Mana tappen wir eine Kreatur. Können wir aber nur machen, wenn der Gegner 3 oder mehr Poison-Counter hat. Und unsere Rest. Joden First Gold Warden. 2 Mana 2-2 Human Rubble mit Trampel. Wenn ihr angreift, kriegt die +6/+6, wobei x die Anzahl an equippten Kreaturen ist und wenn die Stärke viel höher ist, gewinnt die Karte. Ist die aus dem Set oder aus dem Commander-Deck? Ist die aus dem Set? Und warum ist die so generisch? Warum ist das so ein generischer rot-weißer Commander? Ha. Aber spannend, weil das Deck, was ich geholt habe, ist ja das rot-weiße Commander-Deck. Und beide Karten sind hier rot. Ich weiß nicht, ob die Sample Packs vielleicht sogar ein bisschen geseasonet sind, damit man halt was zieht, was passt, was man machen kann. Ich weiß nicht. Wir werden es jetzt herausfinden mit dem dritten Pack. Wir haben nochmal einen Rustvine Cultivator. Den hatten wir gerade eben schon. Das verkürzt das Video ein bisschen. Und dann haben wir ein... Oh mein Gott. Wir haben Urtet, Remnant of Memnarch. Wenn der jetzt noch voll gewesen wäre, hätte ich mir ein Commander-Deck bauen müssen. 3 Mana, 2-2. Immer wenn wir Mür-Spell casten, kriegen wir ein 1-1 Mür dabei. Und zu Beginn des Combats können wir jeden Mür enttappen. Und für 5 Mana tappen, legen wir 3+1+1 Mana auf jeden Mür. Können wir nur einmal pro Runde machen. Ist der Hammer. Wir greifen halt an, legen hoffenweise +1 Mana dran, gehen in Combat, enttappen alle, gehen, hauen. Hammer. Hammergeiles Commander-Deck. Also wenn ihr Mürs so mögt wie ich, und ich liebe Mürs, baut euch das als Commander-Deck. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Ist auf jeden Fall cooler wie Eichhörnchen. Change my mind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.